Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Crafting Steve. Ja, wir befinden uns hier heute mal auf... Ja, es baut sich langsam auf. Es sieht aus wie Gomme HD-Net. Riecht wie Gomme HD-Net. Ist aber fake. Ja, wir sind heute hier auf Crack HD-Net, einem Servernetzwerk, was komplett auf den Gomme-Server aufbaut. Und wo halt quasi irgendwie alles exakt so nachgebaut ist wie, also alles exakt so ist wie auf der alten Lobby von Gomme HD. Sehr, sehr merkwürdig, aber wir schauen uns erstmal an. Wir haben hier sogar einen Teleporter, der uns zu diversen Spielmodi teleportiert. Einmal zu der Crack Unity. Habe Spaß. Spiele Jump and Runs. Habe Spaß in der Community. Fun for everyone. Okay, naja. Sieht genauso aus wie auf Gomme HD, nur dass hier die Schilder vom Aura-Spielmodus fehlen. Ja, was haben wir hier sonst noch? Wir haben hier verschiedene Spielmodus vielleicht wie auf Gomme HD und der Server ist auch gar nicht schlecht besucht. Ich musste gerade am Anfang die Erfahrung machen, dass es ja genauso ist beim Draufkommen auf dem Server. Ich musste quasi wieder ein paar Mal versuchen, bis ich dann tatsächlich draufgekommen bin. 200 Slots hier waren komplett voll. Der Server wurde gestern eröffnet. Und ich schaue mal einen Spielmodus an, den ich halt wirklich sehr, sehr gerne spiele. Und das ist Ender Games. Da sieht man hier schon. Ender Games. Warte, ich guck mal im Teleporter. Ja gut, irgendwie finde ich jetzt kein Endergame. Also Endergames gibt es hier scheinbar nicht, oder wie ist es? Das finde ich sehr schade. Endergames, das ist halt ein Spielmodus, der halt wirklich sehr wichtig wäre für mich. Und ich hoffe, sie hätten das auch, würden das auch besser umsetzen als auf Gomme. So quasi, dass man halt auch ohne Kit ein bisschen was reißen kann. Halt auch ohne diese... dass man nicht gegen diese OP-Kit spielen muss. Das wäre sehr schön. Aber schauen wir uns erstmal diese anderen Sachen hier an. Skywars zum Beispiel. Du willst mich doch verarschen. Das ist genauso wie auf Gomme HD. Es lädt einfach nichts. Es lädt einfach nichts. Was soll der Scheiß? Ohne Witz. Guck mal, Apo Red. So, ich habe mich jetzt mal in eine Runde reingeschmuggelt und ja, ich hoffe natürlich, dass ich nicht rausgekickt werde. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass innerhalb von so kurzer Zeit sich so viele Leute Premium kaufen können. Besser als Gomme in Klammern. Sieht halt genauso aus wie Gomme. Ich weiß jetzt nicht, wie man das hier besser machen soll. Außer das mit den Premium-Kicks. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Coins ich genau habe. Wenn das jetzt wirklich ein guter Server wäre, dann würde der mir ein bisschen Startcoins geben, sodass ich quasi auch ein Kit bekommen könnte. Damit man nicht eben nicht so chancenlos gegen den Gegnern, gegen die ganzen Gegner steht, die halt ein Kit haben. Wenn das so ist, dann wäre der Server wirklich besser. Aber eben, ich wundert schon, wie sehr das nachgebaut ist. Aber ich glaube, diese Map gibt es nicht auf Gomme, oder? Das weiß ich gerade. Oh. Ich hab keine Blöcke, wollte ich schon. Nee. Leider. Was geht mit dir falsch, Alter? Was hat der oder die für ein Skin? Alter Schwede. Ja, finde ich auf jeden Fall schon mal geil, dass es hier keine Blöcke einfach in den Kisten gibt. Ist auf jeden Fall super krass, muss man mal sagen. Das überzeugt mich gerade noch nicht so richtig vom Server, dass hier einfach keine Blöcke in den Kisten sind. Also das, es gibt selbst bei Gomme, dass quasi Blöcke vorhanden sind. So dass die anderen jetzt schon. Guck mal. Der ist einfach jetzt schon. Guck mal, das ist. Wir können uns einfach überhaupt nicht. Und die kommen jetzt schon. Die kommen einfach jetzt schon alle. Das ist so unglaublich. Guck mal, was soll man machen? Okay, Skywars kriegt von mir eine minus 6 auf jeden Fall. Nixe. Spider. Geist. Ja, gut. Die Kits sind definitiv nicht überteuert. Also ich kann schon mal sagen, nach dieser Runde werde ich hier nicht mehr spielen, Skywars.
Das ist einfach mega kacke. Man wird genauso wie auf Gomme gegen irgendwelche Leute mit Riesenkits wahrscheinlich dann, wenn die die alle haben, wird man quasi als Anfänger direkt reingeworfen, was ich einfach ultra scheiße finde. Das ist ja quasi das genau das auf Gomme, was halt wirklich ultra scheiße ist. Dia-Schwerter, das ist gar nicht mal so schlecht jetzt, dass ich die bekommen habe. Wir bauen das erstmal direkt in die Mitte. Aber das mit den Kids, das ist schon so ein bisschen, na, ein bisschen doof. Sag ich mal so, oh mein Gott. Ich geh mal runter. Okay, den einen habe ich. Komm, den kriegen wir. Also im Moment habe ich tatsächlich noch nicht so viel Spaß. Da gehe ich mal rein. Das ist, glaube ich, so mit diesen sehr kurzen Kämpfen. Alter, was geht mit ihm ab? Den killen wir. Komm. Komm. Hä? Alter, komm. ETF? ETF. Alter, wie viel hält der aus? Hä? 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 Was zum Teufel? Was geht hier ab? Was geht ab hier? Hä? Ja, was haben wir hier sonst noch? Wir haben hier ein Survive. Das ist, glaube ich, so Survival Games. Aber da fühlt sich scheinbar gerade gar nichts. Aber das ist sehr cool, das hier. Oh, das ist sehr cool. Schauen wir uns doch auch mal Sky PvP an. Okay. Was gibt's noch? City Build. Schauen wir uns mal City Build an. Okay, hier ist scheinbar ein ganz normaler City Build Server. Ja, Gun Game habe ich schon gezeigt. Sky Wars habe ich gezeigt. Bad Wars habe ich noch nicht gezeigt. Das schauen wir uns auf jeden Fall gleich mal an, wie das Ganze hier abläuft. Wir müssen ja da quasi das ganze Spiel mal begutachten. Den ganzen Server, bevor wir hier ein Urteil fällen. Und ich sehe ja schon, hier haben viele lustige Namen. Aber warum bin ich immer weiß in der Liste? Das wundert mich jetzt. Und wir kriegen ganz mal das. Und dann kriegen wir das auf Deutsch auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das auf Gomme auch auf Deutsch ist. Aber wir bauen uns. Okay, so viel habe ich davon scheinbar nicht. Das ist auf jeden Fall eine Map von Gomme. Das weiß ich irgendwie. Hier war irgendwie, dass da oben das Bett stand, oder? Oder nee, so ganz wie auf Gomme ist es nicht, glaube ich. Sehr, sehr nice. Was haben wir? Spezialsachen. Leiter, okay. Was auch immer das bringen soll. Na gut, hat man sehr, sehr. Oh, der Sound ist sehr verstörend. Ihr hört den leider gerade nicht. Aber der ist echt verstörend, der Sound. Alles klar. Ich. Hallo? Hallo? Ich kann ihn nicht. Ja, und das Letzte, was ich zeigen kann, ist, glaube ich, die Crackunity. Das ist quasi, wo man so abhängen kann mit den YouTubern und so weiter. Und die sieht genauso aus wie auf Gomme. Und da können wir tatsächlich auch so ein paar Parcours machen, die hier einfach sind. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, springen wir hier rum. Kann man machen und so weiter. War gar nicht mal so schlecht. Ui. Dom, dom, dom. Und geschafft. Ja, das hier ist der Crack HD Server. Und ja, ich würde sagen, das war eine sehr schöne Vorstellung. Hier ist ApoRed wieder. Ich weiß gerade nicht, ob der wirklich diesen ApoRed Namen hat oder ob das irgendwie nur gefaked ist oder so. Es ist ja schon vieles möglich, aber gut, wir haben eine Bühne auch noch. Hier steht irgendein Moderator drauf. Der kann sich mal eine Runde schämen, dass er da oben steht, nicht bei den anderen hier schön unten rumfeiern, ne? Hier unten geht die Party ab, nicht da oben, ne? Eigentlich da oben, aber na gut. Ja, hier kommt man wahrscheinlich nicht rein. Ne, hier kommt man nicht rein. Und ist halt auch alles genauso wie auf Gomme HD. Und, ja.
Wenn ihr Bock habt, könnt ihr auf diesen Server join, IP ist in der Beschreibung. Ich finde den ehrlich gesagt gerade noch nicht so gut, vor allem weil kein Endergame da ist und weil die dieselben Fehler wie auf Gomma HD eigentlich genauso machen. Vor allem bei den Spielmodi, so bei den Kids und so weiter, da sollte man vielleicht jetzt gerade am Anfang sehr cool sein, dass man quasi den Spielern, vor allem Neulingen, mehr Möglichkeiten gibt auf dem Server, mehr sich einzufinden. Ich denke, das sieht jeder genauso. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder beim nächsten Video. Ich würde sagen, bis dann und ciao.